Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zum letzten Ingame-Monat von WWE 2K18, dem Universe-Modus. Bevor wir mit WWE 2K19 am kommenden Freitag loslegen, wie gestern schon gesagt, wir werden heute noch ein paar, beziehungsweise in den nächsten Tagen vielleicht auch mal mehr Matches als nur zwei zeigen, denn es ist noch ein bisschen was, das wir hier an Entscheidungen durchbekommen müssen, bevor wir zum letzten Event kommen und natürlich auch zu den Rumble-Matches. Und ja, bevor es soweit ist, oder beziehungsweise bevor wir zu den Rumble-Matches kommen, die natürlich heute noch nicht stattfinden werden, gucken wir uns mal an, was heute bei Raw, SmackDown und NXT passieren wird. Da hätten wir im Opener, die EWO trifft auf Ascension, es setzt sich die EWO durch und dann das Rückmatch um den Raw Tag Team Gürtel zwischen The Shield und der Black Invasion. Schwung schnell, Einzug ein, los geht's. So, heute mal ohne Jojo. Direkt kommen die Black Invasion zum Ring. Das war eigentlich auch witzig, oder? Dass es in dem Spiel nicht möglich ist, dass Jojo auch im Ring steht, die wir sowieso immer skippen. Wenn quasi so Tag-Team-Matches stattfinden. So, we're still waiting for the Black Invasion. We want to see them. Und Mist, ich drück den richtig Daumen, dass die auf jeden Fall ihren Spot bei WrestleMania bekommen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Das wäre verdammt toll. So, da sind sie auf jeden Fall. Ja, unser Iceman, der gestern selbst Schuld hatte, dass er den Titel nicht gewinnen konnte, den Intercontinental Gürtel. Denn, ja, er hat einfach vor den Augen des Ringrichters mit dem Stuhl auf Jordan eingeschlagen. Dem wird's recht sein. Der wird jetzt seinen WrestleMania-Moment haben. Da kommt Roman Reigns. Und da sind seine Shield Brothers. Seth Rollins und Dean Ambrose. Ja, und Roman hat ja noch den Koffer. Ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt wäre. In WWE 2K19. Wenn, aber eigentlich müsste das ja so sein. Wenn die so zum Ring kommen. Die als Champion, ob dann Roman auch dann den Koffer mit sich tragen würde. So, The Shield auf jeden Fall im Ring. Und draußen ist die Black Invasion. Und ich denke mal, das Match kann beginnen. Hallo? Ich kann nicht drücken. Jetzt geht's. So, dann schauen wir mal. Titel bei Money in the Bank verloren. Gucken wir mal, wie es heute wird. Also ich glaube aber persönlich, dass das ein Sieg für The Shield wird. So leid es mir tut, aber die haben einfach das höhere Gesamtrating. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Black Invasion hier erfolgreich sein wird. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Absolut kein Problem. Sehr, sehr gerne sogar. So, und jetzt Rollins. Mit dem Dropkick. Gegen den Dragon. Aber ein sehr, sehr langsamer Beginn. Sehr, sehr träge Moves, was wir bis jetzt hier sehen. Bei der Dragon. Ah, das geht schief. Das ist ein langsames Match bis jetzt. Dann macht das lieber mal vom Acker hier, der Michi. Ja, Rollins dominiert das Ganze im Moment. Und jetzt geht's zu Ambrose in die Ecke. Und auch da kein Reversal vom Magic. Und immer noch nicht. Was denn hier los? Hier ist Dean Ambrose. Da müsste man Hot Tag kommen. Vielleicht kann hier unser Herr Magic das Ganze richten. So wie er es damals schon im Survivor Series Match getan hat, als er einen Teil aufgedreht hat. Und jetzt der Wechsel, so wie es aussieht. So, Dark Magic probiert sein Glück. Ja, das sieht schon besser aus.
Aber das ist auch so ein Schwachsinn. Emrose, Alter. Emrose hat ja noch nichts eingesteckt. Aber, dass er sich dann gegen so einen Move nicht wehren kann. Was hat er denn jetzt vor? Der will jetzt einfach mal 100 Meter springen, so wie es aussieht. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Hat er sogar Glück gehabt jetzt. So, Emrose rollt sich raus, kommt wieder in den Ring. Und kann sich da sogar wieder durchsetzen. Ja, Powerbomb. Ich würde es ja auch toll finden, in WWE 2K19, wenn man direkt mal mehr Outfits einstellen könnte, eben nicht nur diese zwei. Kommt jetzt der Hot Tag mit Rollins? Nee. So, der Dragon probiert es wieder. Und es gibt die nächste Powerbomb. Ne, doch nicht. Lässt ihn mit dem Kopf in das Ringpolster fliegen. Aber Ambrose dreht auf. Jetzt war der Magic wieder. Ja, Quatsch, der Magic, der Dragon. Da kommt aber eins schon raus. Und da gibt's den Stunner gegen Ambrose. Ja, die Black Invasion jetzt doch am Drücker. Und der Wechsel. Wir können den Magic Killer wahrscheinlich wieder geben. Aber das reicht noch nicht gegen Dean Ambrose, niemals. So, jetzt muss er aufpassen hier. Der Dragon muss aufpassen. Der Dragon passt nicht auf. Das ist so dumm von der KI immer. Aber Ambrose auf jeden Fall deutlich geschwächt. Jetzt kommt wahrscheinlich der Reversal wieder, ja. Und die nächste Power. Ambrose ist auch einer. Der ist hier wie unpredictable. Der haut hier nur Powerbombs raus. So, und das sieht nach Dirty Deeds aus. Der ist erfolgreich. Pinfall. Eins. Zwei. Ja, aber. Magic kommt nochmal raus. So, und jetzt dreht Ambrose auf. Das sieht nach einem Comeback aus. Wo ist eigentlich der Rollins unten? Oh, Reversal Ambrose. Das sieht nicht gut aus für die Black Invasion. Das sieht absolut nicht gut aus. Dann gibt es den Fisherman, aber ohne Pin-Kombo. Und das sieht wieder nach einem Dirty Deeds aus. Und wenn jetzt der Dragon nicht eingreift, dann war es das wahrscheinlich. Pinfall. Er greift ein. Eins. Ja. Aber der hat jetzt auf jeden Fall schon mal ordentlich eingesteckt, der Magic. Oh, da! Gut befreit. Da hat er richtig gut jetzt aufgepasst, der Dragon. Beide liegen auf dem Boden. Roman Reigns und der Iceman haben hier nur eine Nebenrolle, so wie es aussieht. Bis jetzt hat noch keiner eingegriffen. Was passiert jetzt? Beide erschöpft.
Ambrose mit dem Wechsel mit Seth Rollins. Und die Clothesline. Und der Dropkick geht schief. Und Magic kann sich befreien. Der sollte jetzt vielleicht wechseln. Das wäre, glaube ich, besser. Das wird auf jeden Fall ein weiter Weg noch, wenn die gewinnen wollen. Es geht aber nicht in die Ringecke der Black Invasion. Oh, Alberto Del Rio. Ist in the house. Der hat ja richtig gegen Page gestichelt, habt ihr das mitbekommen? Weil es immer hieß, Alberto Del Rio kommt eventuell zur WWE zurück, aber auf gar keinen Fall, so wie der gegen Page gestichelt hat. Ja, Seth Rollins kommt nochmal raus. Und jetzt der Reversal. Also wenn Rollins gleich einen Curbstomp hat, dann war's das. Und der Reversal. Reverse DDT. Und jetzt hat tatsächlich der Magic noch was im Petto. Das wäre natürlich jetzt ein Ding, wenn das jetzt die Entscheidung ist. Komm, Pinfall. Warum ziehst du... Lass ihn doch da liegen, Mann, beim Dragon. Eins. Zwei. Ja, Rollins kommt nochmal raus. Das war abzusehen. Und er hat ein Comeback. Er hat noch ein Comeback. Dropkick hinterher. Und jetzt könnte vielleicht doch die Black Invasion gewinnen. Ja, Reversal aber wieder. Shoulderblock. Oh, das sieht jetzt nach Ripcorn aus. Nee, das gibt den Curbstorm. Curbstorm von Seth Rollins gegen den Magic. Und jetzt wird's interessant. Und er greift nochmal ein. Dragon greift nochmal ein. Und jetzt Rollins vielleicht mit dem Frog Splash. Und der sitzt und jetzt... Nee, kein Pinfall hinterher. Dragon ist erstmal eliminiert. Aber ich glaube, Magic hat ja auch noch einen Finisher, müsste noch übrig haben. Was ist denn das jetzt? Ein Aufgabegriff, okay. Armbar. Und Beinbar. Kann sich mal Rollins draus befreien. Was macht denn der Iceman da draußen? Der ist total fassungslos, oder was? Läuft die ganze Zeit da im Kreis. Um den Dragon rum. So, und da gibt's den Flatliner gegen den Ringpfosten. Das wäre eigentlich auch ein cooler Zweitfinisher von mir. Flatliner auf die Matte und Flatliner gegen den Ringpfosten. Alter, wie der am Bluten ist. So, Dragon steht wieder. Und jetzt kommt es tatsächlich mal den Wechsel mit Dean Ambrose. Ey, wie lange der Magic schon im Ring ist. So, Ambrose steigt aufs oberste Seil. Oh, und da greift der Dragon ein. Das ist eigentlich ein Pinfall. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 9, 10,
Oh, bei 10 wäre er rausgekommen. Und das gibt wirklich den Wechsel mit dem Dragon, so wie es aussieht. Nee, gibt's nicht. Da wollte Ambrose den weghauen, aber der Dragon passt nochmal auf. Und jetzt vielleicht. Gibt es... Nee, er macht's schon wieder nicht. Er macht's... Doch, jetzt vielleicht. Was macht der Magic denn jetzt? So, jetzt Magic Killer. Zum zweiten gegen Ambrose. Jetzt muss der Magic aufpassen. Der Magic muss aufpassen. Eins, zwei. Ja, Mann, die Black Invasion hat gewonnen, Junge. The Shield hat verloren. Wie überraschend kam das denn bitte? Unfassbar, was der Magic alles eingesteckt hat. Und dann gewinnt die Black Invasion. Das freut mich einfach in Bezug auf WrestleMania. Holy shit, ey, was ein Match. Und da lassen sie sich feiern. Die Tag Team Gürtel sind wieder bei der Black Invasion. Alter, wie der am Siffen ist. Holy shit, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt noch Ty Dillinger, Kurt Hawkins und Jordan. Es setzt sich Kurt Hawkins tatsächlich durch. Ruby Riott gegen Natalya. Ruby Riott gewinnt. Der Iceman gegen Jinder Mahal. Der Iceman gewinnt. Bobby Roode gegen Samoan Giant. Es gewinnt Bobby Roode. Und im Main Event nochmal das Rückmatch für Roy Kingsley. Und natürlich ist wieder der alte Gürtel zurück. Und ja, wenn er nämlich hier verliert, dann haben wir nämlich die Entscheidung. Dann wissen wir, wer hier alles im Rumble-Match drinstecken wird. Weil es ist entweder Kingsley oder ich. Das kommt darauf an. Jetzt schauen wir mal, was das Ganze hier wird. So. Ja, jetzt wird das Ganze angekündigt. Jetzt kommt hier wieder unser Roy Kingsley mit. Oh no. Schauen wir mal, wie er sich heute schlägt. Gestern hat er eigentlich eine ganz gute Leistung gezeigt, aber am Ende war es dann halt wieder so das Typische. Du musst halt nur wissen, wie du mit den die KI dazu provozieren kannst, die Reversal zu verbraten. Und dann ist das ein easy Ding. So, und da kommen wir. On the way to the ring. Ah, der Titel ist zu Hause. Buyaka. E-W-O. Und da bist du und da kommen wir hin. So, Herr Kingsley. So, dann schauen wir mal. Legen wir mal mit dem Bulldog los. Oh. Er ist reversed wieder. Aber wir haben ja auch ein paar. Sollte vielleicht mal auch so einen Griff-Move da machen in der Ecke. Wäre vielleicht mal eine ganz gute Maßnahme. Machen wir jetzt auch mal. Komm. Was kommt da überhaupt bei raus? Okay. Erstmal nix. Ach komm, ich laufe ihn natürlich genau da rein. Willst du mich verarschen? Oh, Kacke. Ich werde wahnsinnig. So, der war wichtig. Jetzt muss ich aber aufpassen. Der lädt so langsam auf, Mann. Was ist los hier, hä? Kingsley. Haben wir die Beine weggezogen. Oh Gott, der sitzt tatsächlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der hat so viele Reversal, dass das Ding jetzt erfolgreich ist.
Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Shit, Black City. Shit, Black City. Jawohl, kein Reversal. Fallaway Slam ist auch. Aber das wundert mich wirklich. Guckt euch mal an, wie viele der dann noch hat. Selbst immer. Jetzt immer noch kein Reversal. Der hat zwei Stück noch. Alles klar, mein Hund dreht gerade vollkommen durch. Ein Mensch, ich muss gerade Pause machen. So, jetzt machen wir weiter. Hoffe, man hat jetzt diese Pause nicht so sehr gesehen. Ach komm, ey, da springe ich dem genau rein. Jetzt laufe ich ihm direkt rein. Ja, er hat ein Comeback. Das ist jetzt wahrscheinlich für ihn nicht so verkehrt, weil der hat ja noch gar nichts. Jawohl, Junge! Ich hab dein Comeback gekillt. Ich hab dein Comeback gekillt. Ich hab die Kreistaste richtig gedrückt. Ach Mann. Herr Kingsley, jetzt kriegen Sie aber ein Problem, oder? Instinktiv auf Kreis gedrückt, das war richtig. Ich zwei Finisher am Stüssel. Der Kopf muss rot werden. Nicht nur bluten, der muss rot werden. Auch der Fallaway Slam sitzt dann schon wieder. Aber der Kopf muss rot werden. Oh, da kommt tatsächlich mal ein Reversal von ihm. Will er mich jetzt wirklich pinnen? Ganz knapp rausgekommen. Jawohl, direkt im ersten Versuch. Enzuigiri. So, Kopf ist rot, so wie ich es mir vorgenommen habe. Würde es ja nicht wundern, wenn der jetzt herauskommen würde. So, Flatliner. Ob das die Entscheidung ist, der sieht ein bisschen K.O. aus, oder? Der hat garantiert noch einen Widerstand. Jo, das war abzusehen. Na komm, dann gibt's halt Anaconda. Jo, und da ist die Aufgabe und das ist die Titelverteidigung. Und das war's leider für Roy Kingsley. Das war's leider für Roy Kingsley. Am Ende dann doch ein Easy Win. Gibt's noch ein Handshake jetzt oder was? Jawohl, Hergi! Hergi gratuliert mir zum Sieg. Finde ich da gut. Haben wir schon mal gemacht. Dankeschön für deine glorreiche Leistung. Dank dir. Dank dir und nicht dank Valenti. Dank Hergi. So, na gut. Damit steht auch fest, wie es bei WrestleMania weitergeht. Und wer ins Royal Rumble Match von Raw muss. So, guck mal. Achso, News interessiert ja eh keinen mehr. Championship Ranking, das ist interessant. Weil natürlich jetzt auch eh feststeht, dass dann natürlich jetzt das Rumble Match kommen wird. Also von daher relativ Wumpe, die ganzen Championship Rankings. Wir gehen zu SmackDown. So, da haben wir Sanity treffen auf Heath Slater und Rhino setzen sich Sanity durch.
Dann ITU Nasty Viking gegen das B-Team. Es setzt sich das B-Team durch Nikki Cross gegen Sasha Banks. Sasha Banks gewinnt. Dann ein 8-Mann-Battle Royale mit Robinson, Halil, Wolf, Samoa Joe, Andy Ross, James, Elias und Mark Barrett. Es setzt sich James durch, Asuka gegen Carmella. Asuka gewinnt und dann auch hier nochmal das absolute Rückmatch. Wenn Baylor heute verliert, ist AJ Styles auf jeden Fall bei WrestleMania drin. So, JoJo. Wahrscheinlich ein letztes Mal, wenn wir, oder wenn zumindest AJ Styles hat gewinnt, sehen wir so etwas wahrscheinlich ein letztes Mal. Bei SmackDown im Universe-Modus. Und Baylor kommt. Heute ohne Titel. Buongiorno. Vielleicht soll ich mir den Bart so wachsen lassen wie er. Nach neben so abrasieren. Ich glaube, das sieht schön doof bei mir aussehen. Schön doof. SmackDown Live. Truth. Na komm. Ist heute eigentlich wieder XXL-Wochenshow. Part 2. Und AJ kommt. Fand ich eigentlich ganz überraschend, weil Bayley hat ja eigentlich am Anfang sehr gut begonnen gegen AJ Styles, dass er das Match verloren hat. Und AJ einfach mal wieder Champion wurde. The house that AJ Styles built. So, möge der Bessere gewinnen. Schade, kein Handshake zwischen beiden. Too sweet. Too sweet. Too sweet. Too sweet. So, Baylor wieder mit dem besseren Beginn bis jetzt. Und es gibt Griff-Wrestling zu sehen. Und Dropkick von AJ. Das zischt aber hier, ne? Ja, Baylor momentan am Aufdrehen. Ja, den DDT hier kriegt er nicht durch. AJ wieder mit dem Reversal, aber Baylor jetzt mit dem Reversal. Ich würde aber sagen, obwohl, nee. Obwohl doch. Ich würde sagen, wenn jetzt Baylor heute gewinnt, wird WrestleMania ein Triple Threat Match. Zwischen dem Rumble-Sieger AJ Styles und Baylor. Sonst wäre es einfach zu weit, wie ich das Ganze auch hinzögert. Ich will mich diese Rumble-Matches möglichst schnell jetzt rumbringen. Und ich will auf jeden Fall nochmal was von NXT zeigen. Wir können jetzt hier nicht die ganze Zeit Raw und SmackDown raushauen. Sonst den anderen unfair gegenüber. Aber vielleicht hat sich das Ganze ja sowieso dann erledigt. Aber Triple Threat wäre natürlich geil. Oh, das geht schief. Und Reversal von AJ. Und da fängt er sich jetzt in Signature und er kann nicht reverseln. Baylor kann jetzt keinen Reversal reinhauen und Styles tatsächlich mit dem Styles Clash und mal nicht den Phenomenal Forearm. Nee, doch nicht. Hä? Was ist ihm denn los? Baylor wieder mit dem Reversal.
Und wieder. Das sieht nicht gut aus für Finn Baylor. Oh, Baylor, da macht er den Reverse und dann rennt er trotzdem in ihn rein. Das dauert so lang, AJ. Merkt er jetzt auch. Und das sieht nach Phenomenal Form aus. Wenn der mal nicht ins Leere geht, der steht nämlich viel zu nah da dran. Oh ne, der sitzt. Oh, ganz knapp vor Rope Break. Und Baylor kommt nochmal raus. Aber AJ, der hat so viel gezeigt, der hat da schon den nächsten Finisher wieder. Und ja, ich glaube, das war es jetzt wirklich für Baylor. Der dürfte nämlich jetzt wieder keinen Reversal haben. Nächster DDT. AJ ist einfach echt eine Maschine in dem Spiel. Bin mal gespannt, wie der in 2K19 drauf ist. Reversal von Baylor mit dem Uppercut. Kann er was draus machen? Nee. Und Calf Crusher. Calf Crusher gegen Finn Baylor. Gibt er auf? Das wäre natürlich jetzt. Ja, er gibt auf. Finn Baylor gibt auf. Und damit steht fest: Finn Baylor werden wir im Royal Rumble Match sehen. Alter, was ist denn Finn Baylor für eine Wurst? Da gibt er im Calf Crusher auf. Was ein, ja. Was eine Hinrichtung, kann man schon fast nennen, für Finn Baylor. Und AJ verteidigt das Ding mal wieder. Schade, dass es kein Survivor Series mehr gibt. Gegen den hätte ich Bock auf ein Match. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Styles. So, da hat noch David Cole eine Promo. Und das war's schon. War nur Eigenwerbung. So, dann geht man ins Championship Ranking rein, wo wir jetzt Finn Baylor tatsächlich auf den letzten Platz setzen können. Andy Ross wäre der Hauptherausforderer. Aber wie gesagt, das hat jetzt nichts mehr zu sagen. Wir haben das ja schon lange genug angekündigt, dass der Royal Rumble definitiv die Gegner bringen wird für den Champion von Raw und für den Champion von SmackDown. Aber jetzt gehen wir zum Main Event. Leon Robinson gegen Jack White. Robinson gewinnt. Bray Wyatt gegen BDG. BDG gewinnt. Was mache ich denn hier? Evo 2K gegen Roy Kingsley, Xenex und Hallil. Hallil gewinnt, dann James gegen Jordan. James gewinnt, Iceman gegen Baylor. Baylor gewinnt, Simone Alpha gegen den Warlock. Warlock gewinnt und die EWO gegen die Black Invasion. Es setzt sich die EWO durch. So, und damit gehen wir zu NXT. Da hätten wir Sami Zayn und Daniel Ryan gegen Viper und Wild Harlequin. Viper und Wild Harlequin gewinnen. Dann Steve und Steven gegen Shane Thorne und Nick Miller. Steve und Steven gewinnen. Ben Punk gegen Patrick. Ben Punk gewinnt. Unpredictable Samurai, Blah TV und Aleister Black. Es gewinnt Blah TV. Michael Baskin gegen Austin the Sheriff. Es gewinnt Michael Baskin. Und Main Event, nee Quatsch, gar nicht der Main Event. Delta Demon, T-Man und Lester Moore. Es gewinnt Delta Demon. Im Main Event Killer Bear gegen Cassius Ohno. Es setzt sich Cassius Ohno durch. Ja, dann gucken wir uns auch nochmal hier die Championship Rankings an, auch wenn es natürlich jetzt nicht mehr so vielsagend ist, so kurz vor Schluss. Aber es muss ja trotzdem sein. Also eins garantiere ich euch, es wird auf jeden Fall nochmal eine Battle Royale kommen hier zum Abschluss, um den Northern American Championship. So, aber jetzt gehen wir erstmal zum letzten Teil der heutigen Folge Saturday Night's Main Event. Helfen wir Delta Demon gegen den Samurai. Delta Demon gewinnt Ben Punk, Austin the Sheriff und Blah TV. Austin the Sheriff gewinnt Ace Winchester gegen Harrison Adjaye. Ace Winchester gewinnt Finn Baylor, Killer Bear, Somzi, Ghost, Michael Baskin, Unpredictable, Patrick und der Dragon. Es gewinnt Somzi. Hallil gegen Sebastian. Es gewinnt Hallil. Lester Moore gegen Shinsuke Nakamura. Lester Moore gewinnt und T-Man gegen AJ Styles. Es gewinnt T-Man tatsächlich gegen AJ Styles.
So, und dann sind wir beim Ende der heutigen Folge angekommen. Ich kann mal wieder nur sagen, wenn es euch heute gefallen hat, lasst dem Video mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint gerne meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Twitch, findet ihr alles unten verlinkt. Und ja, eigentlich sage ich immer, ihr könnt auch in dem Modus hier noch mitmachen, aber es lohnt sich einfach nicht mehr. Ich sage da jetzt wirklich ganz klar, es lohnt sich jetzt nicht mehr, dass ihr neuen Charakter hochladet. Deswegen sage ich einfach mal, ab 5. Oktober, 12 Uhr, gibt es auf meinem YouTube-Channel den Karrieremodus. Und wer Bock drauf hat, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ab pünktlich 0 Uhr, gibt es einen Twitch-Livestream, wo wir WWE 2K19 sehr, sehr lange zocken werden. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst mir sowohl bei Twitch als auch bei YouTube mal ein Follow oder ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Weg mit uns allen mitgehen würdet. Ich bin jetzt raus, bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.